So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einer kleinen Information, beziehungsweise viele von euch wissen ja inzwischen, dass man für den Altar von dem ersten Boss, den man hier machen kann, wie ihr die Stelle finden könnt, auch ganz simpel, ihr spawnt hier an der Stelle hier. So, da müsst ihr diesen einen roten Stein, wartet, den hier, genau derselbe Stein steht auch da, wo wir starten. Den einmal anklicken bzw. lesen mit E und dann wird euch der Ort hier verraten. Ich habe den Ort hier quasi, also hier habe ich es gelesen, hier wurde es mir angezeigt. Die ganzen Videos jetzt gesehen haben, wissen, ich bin auf einer Insel gespawnt, was sehr selten ist. Und mein Punkt war halt hier. Bei euch kann der irgendwo anders sein, aber was benötigen wir dafür? Richtig, wir benötigen Hirschtrophäen. Wo bekommen wir diese her? Ganz einfach, ihr müsst einfach nur Hirsche töten. Hirsche oder Rehe. Also Rehe droppen die genauso. Wie macht ihr das Ganze? Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Natürlich mit dem Bogen am besten, habe ich euch ja gesagt. Und dann ist es halt einfach nur Glück. Mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen, weil es ist halt wirklich viel Glück sogar. Denn das Problem ist, die droppen halt nicht so oft, aber zwei Stück oder drei Stück brauchen wir jetzt. Ich weiß nicht genau, ich wollte ihn jetzt hier nicht auslösen, weil das wollte ich gleich im nächsten Video machen. Aber ich hoffe schon mal, dass ich euch trotzdem damit helfen konnte. Wie gesagt, die Trophäen werden halt von Hirschen getroppt. Genauso wie die Schweinstrophäen und die Echsentrophäen und Skeletttrophäen. Die werden halt immer von den jeweiligen Mobs gelegt. So, wo sieht man das hier auch? Warte mal, Hirschtrophäe, wenn ihr einen Hirsch tötet, Grauzwergentrophäe, logischerweise, Wildschweintrophäe von einem Wildschwein. Hier die Trophäe habe ich schon gesammelt, weil ich habe den Boss schon gelegt inzwischen einmal, ne, zweimal sogar schon mit meiner Frau. Dann die Trolltrophäe, das ist auch Glück. Also man bekommt die nicht beim ersten Mal, sondern halt random. Kann auch ein bisschen dauern, aber ich wünsche euch da viel Glück. Und dann dürfte das eigentlich alles kein Problem sein. Wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mehr erfahren wollt über Valheim. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns sogar im Stream mit meiner Frau. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. So, nächster Bildschirm wieder nicht gefunden, aber jetzt alles klar, haut rein.